Die Bürger, deren wirkliches Schicksal vom Flughafen abhängt, wie es um das Vertrauen in Sie bestellt ist. Oder fragen Sie die vielen Anwohner, die sich um ihren Lärmschutz zu Recht betrogen fühlen und wie wir als CDU-Fraktion meinen, zu Recht. Sie werden heute für Ihre Vertrauensfrage schon die notwendigen Stimmen Ihrer Koalition bekommen. Was bleibt Ihnen denn noch anderes übrig? Aber haben Sie schon die Umfrage der Märkischen Allgemeinen Zeitung gesehen? Dort meint fast 90%, dass Sie der Falsche für den Vorsitz des Aufsichtsrates sind. Diese Einschätzung teilen wir. Die einzig vernünftige Wahl wäre ein unabhängiger Experte mit entsprechenden Kenntnissen und Erfahrungen bei der Realisierung eines solchen Projektes. Herr Ministerpräsident, Sie hatten 10 Jahre Zeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates, als Ministerpräsident. 10 Jahre Zeit hatten Sie und Sie haben 10 Jahre lang gepatzt, Herr Ministerpräsident. Ich frage Sie von SPD und Linken, von wem wurden Sie über die Eröffnungsverschiebungen und Probleme am Flughafen jeweils informiert? Der Presse war zu entnehmen aus der Presse. Ja? Aber auch zu Ihnen hat es keinerlei Informationswege gegeben, die Sie in Kenntnis gesetzt haben über die wahren Verhältnisse. Wir jedenfalls haben es immer nur über die Presse erfahren, denn Sie haben dieses Parlament nie selbstständig oder unaufgefordert informiert. Immer gab es Geheimniskrämerei statt Transparenz. Herr Holzschuher, mit Ihnen an der Seite des Ministerpräsidenten muss er sich keine Sorgen machen, denn Sie haben letztes Jahr erklärt, Geld haben wir genug, das können wir uns leisten. Im Hauptausschuss soll der Ministerpräsident die Abgeordneten eigentlich über den Stand und die Entwicklungsperspektiven des Flughafens informieren. So war es vereinbart, so hat er es versprochen. Wie kann es dann sein, dass man beim Plaudern auf Empfängen und Abendveranstaltungen Dinge erfährt, die Sie uns zwingend im Ausschuss hätten sagen müssen? Letzte Woche konnte man beispielsweise auf dem Neujahrsempfang des Bauindustrieverbandes hier in Potsdam von Herrn Wowereit hören, dass in der Dezember-Sitzung des Aufsichtsrates eigentlich über notwendige Erweiterungen des Flughafens gesprochen werden sollte. Diese wichtigen Informationen haben Sie uns im Hauptausschuss sogar auf Nachfrage verschwiegen, Herr Ministerpräsident. Und wer es nicht glaubt, Minister Vogelsänger war dabei gewesen, er kann es bestätigen. Die CDU-Fraktion vertraut Ihnen schon lange nicht mehr, Herr Ministerpräsident. Das wird Sie nicht überraschen und das wird sich an der Abstimmung zeigen. Meine Damen und Herren, ein Ministerpräsident verdient nach meiner Auffassung immer einen respektvollen Umgang, aber keinen Majestätsgehorsam. Im Dezember habe ich Ihre unzutreffende Verwendung des Begriffes Patriotismus für den Bau dieses Flughafens kritisiert. Ein Patriotismusappell an den Landtag, das klang ja heute so ähnlich wieder durch, wenn auch anders umschrieben. Ein Patriotismusappell an den Landtag kann nämlich kein Schutzschild für einen Regierungschef sein, hinter dem er in Deckung geht und der ihn vor Verantwortung und persönlichen Konsequenzen bewahrt. Ich will daran erinnern, wie ein anderer Staatsmann in Deutschland mit politischer Verantwortung umgegangen ist. Der Namensgeber des Flughafens BR, Willy Brandt, trat 1974 als Bundeskanzler zurück, weil sein Referent Günter Guillaume als DDR-Spion enttarnt wurde. Er selbst war natürlich nicht zuständig für die Kontrolle der Personen, aber Brandt übernahm mit seinem Rücktritt die politische Verantwortung für die Fahrlässigkeit innerhalb der Bundesregierung und Verwaltung. Willy Brandt hat aus politischem Anstand und Verantwortung gegenüber seinem Amt die angemessenen Konsequenzen gezogen. Genau darin, Herr Ministerpräsident, unterscheiden Sie sich von Willy Brandt unter anderem. Und auch das, Herr Ministerpräsident, ist Ihnen ja gestern in dieser Fernsehsendung vor Millionen Zuschauern in Erinnerung gerufen worden, wie andere honorige Staatsmänner und Politiker mit solchen Dingen umgegangen sind. 10 Jahre lang haben Sie sich am Flughafen kaum öfter als für die 4 Mindestsitzungen pro Jahr blicken lassen. Die Ausnahme waren Spatenstiche, Eröffnungen von Teilabschnitten und das Durchschneiden von roten Bändchen. Den Verhaltenskodex für Mitglieder der Landesregierung in Landesgesellschaften haben Sie nicht ernst genommen. Ja, vielleicht kennen Sie ihn gar nicht. Ich helfe Ihnen aber gerne auf die Sprünge. Darin steht, dass sich Aufsichtsräte selbst um Informationen bemühen müssen.
Zudem wären Sie nach diesem Kodex, den Sie selbst hier aufgestellt haben, sogar verpflichtet gewesen, Fortbildungen zu besuchen, um diese Aufgabe gewissenhaft zu erfüllen und wichtige Fragen verstehen und bewerten zu können. Sie haben kaum Interesse für die technischen und organisatorischen Fragen des Projektes gezeigt, sondern sich einfach auf die Eröffnungsfeierlichkeiten gefreut. Angenehm war es sicher auch, den Flughafen in Sonntagsreden und vor Besuchern aus aller Welt als Wachstumsmotor und künftiges Aushängeschild darzustellen. Aber wozu wählen die Leute eigentlich Politiker? Damit sie Verantwortung übernehmen, Gesamtverantwortung wahrnehmen, nicht nur dann, wenn es ihnen passt. Ja, Brandenburg ist nicht allein verantwortlich für diese Katastrophe und ja, der Ministerpräsident ist auch nicht alleine verantwortlich, aber jeder, der in Brandenburg Regierungsverantwortung trägt, der Ministerpräsident, das Kabinett und jeder Abgeordnete der Koalition, das sind Sie, meine Damen und Herren, hat die Aufgabe, Probleme für das Land zu erkennen. Ich werde doch auch nicht erst dann aktiv, wenn mich jemand anschreibt. Ansonsten könnten die Bürger zu Recht fragen, wozu brauchen wir eigentlich Politiker, wenn keiner bereit ist, Verantwortung wahrzunehmen? Sie haben es im Mai 2012 fertiggebracht, die Abgeordneten und die Öffentlichkeit zur Eröffnung einer Baustelle einzuladen, die ein Flughafen sein sollte. Beim Brandschutz sollte unter dem aberwitzigen Begriff Mensch-Maschine-Lösung 700 mutige und feuerfeste Studenten im Notfall die Türen öffnen und schließen. Wirklich innovativ. Wirklich innovativ. Und ich will an der Stelle auch noch einmal klarstellen, die ganze Nummer ist ja nur deshalb aufgeflogen, weil das von Ihnen und von vielen gescholtene Planungsbüro die Unterschrift über diesen wahnwitzigen Antrag Mensch-Maschine-Lösung verweigert hat. Ansonsten hätten Sie als Aufsichtsrat und Ihr geschätzter Herr Schwarz schlicht und ergreifend bei diesem nicht genehmigungsfähigen Antrag hinterher einfach gesagt, ja leider hat die Baugenehmigungsbehörde das abgelehnt, jetzt wird alles ins Trudeln kommen. Aber die Wahrheit ist eine andere und Sie kennen sie natürlich auch. Als dann 4 Wochen vor der geplanten Eröffnung der Termin am 3. Juni 2012 abgesagt wurde, waren Sie stocksauer und haben Alleingang von einem völlig unrealistischen Ersatztermin im August 2012 gesprochen. Diese Aussage offenbarte für alle, wie wenig Sie sich mit dem Projekt überhaupt beschäftigt hatten. Sie haben auch zu verantworten, dass die langjährigen Planer von einem Tag zum anderen ihre Sachen packen mussten und deren Wissen und Erfahrung auf einen Schlag verloren waren. Auf der anderen Seite hielten Sie trotz massivster Kritik am Flughafengeschäftsführer Schwarz und auch in der Dezember-Sitzung des Hauptausschusses haben Sie symbolisch, das machen Sie ja gerne, für alle sichtbar, Ihre Zuneigung, Ihre Verbundenheit zu Herrn Schwarz dokumentiert, für alle sichtbar, indem Sie ihn kräftig umarmt haben und ihn kräftig verteidigt haben. Berlin und Brandenburg wurden mehrfach international blamiert. Die langfristigen Folgen sind heute noch gar nicht abzusehen. In jedem Landesteil, ob in den wirtschaftlich stärkeren Regionen Berlin oder auf dem Land weit ab der Hauptstadt, werden die Menschen spüren, dass noch mehr Geld für wichtige Investitionen fehlt, weil ihre Fehler das Land zu dramatischen Mehrausgaben zwingen wird. Brandenburg hat bisher rund 450 Millionen Euro zusätzlich als Risikovorsorge bereitgestellt. Mit diesen 450 Millionen Euro könnte man besser, ich wiederhole es, ungefähr die Hälfte der Landesstraßen sanieren, ca. 4.500 Lehrer- oder Polizeistellen in beiden Jahren finanzieren, doppelt so viel wie bisher im Jahr für unsere Kindergärten ausgeben, einen Jahresetat für Hochschulen und Forschungseinrichtungen sichern. Jetzt muss man sich nur vorstellen, Herr Holtschuher, Sie werden das alles erklären, wie Sie das finanzieren. Jetzt muss man sich nur vorstellen, welche Rechnung wir mit weiteren 500 Millionen oder 700 Millionen oder vielleicht 1 Milliarde Euro aufmachen müssen. Genau diese Diskussionen werden wir hier bald führen. Nicht so schnell, weil auch im Laufe des Jahres wohl noch keine Kostenklarheit da sein wird. Aber es wird irgendwann kommen, das ist die Stunde der Wahrheit. Herr Ministerpräsident, Sie haben versagt und großen Schaden für Brandenburg verursacht. Trotzdem halten Sie sich für einen Macher und Retter. Jeder kann Fehler machen. Wer arbeitet, dem kann auch einmal etwas daneben gehen. Die Regierung macht nicht alles falsch und Opposition nicht alles richtig. Aber worüber wir bei diesem Flughafen reden, das ist keine einmalige Fehlentscheidung, sondern
ein 10-jähriges Dauerversagen des Ministerpräsidenten. Erst Ende letzter Woche kam die nächste Hiobsbotschaft, dass die EU-Kommission mit einem Verfahren droht. Der Grund sind mögliche Fehler bei der Flugroutenplanung. Ich frage mich mittlerweile, ob überhaupt irgendetwas bei diesem Projekt ordnungsgemäß abgelaufen ist. Ein Ministerpräsident hat die Aufgabe, sein Land voranzubringen und verantwortungsvoll mit dem Steuergeld der Bürger umzugehen. Sie haben diese Pflicht grob verletzt und das in Sie gesetzte Vertrauen vieler Menschen enttäuscht. Ihre Vertrauensfrage stellen Sie nicht an die 55 Abgeordneten der Ihre Vertrauensfrage sollten Sie nicht an die 55 Abgeordneten der Koalition richten. Das ist eine Showveranstaltung mit absehbarem Ausgang, und Sie wissen das natürlich auch. Fragen Sie lieber die vielen Brandenburger, die auf neue Arbeit gehofft haben, ihre Arbeit verloren haben oder Angst vor dem Verlust ihres Jobs haben, die würden Ihnen etwas erzählen zum Thema Wahrheit, Klarheit und Transparenz, aber die fragen Sie nicht. Die Erfahrung zeigt, dass eine Vertrauensfrage in Deutschland immer von Politikern gestellt wurde, deren Amtszeit mit großen Schritten dem Ende entgegeneilte. Und auch heute weiß man, es braut sich was zusammen am Brauhausberg. Herr Ministerpräsident, Sie verschanzen sich einer leicht einzufordernden Vertrauenserklärung Ihrer Koalition. Das ist schade für die politische Kultur und das ist schlecht für Brandenburg. Danke für die Aufmerksamkeit.